Ja, jetzt hallo zusammen. Wie ihr seht, das Aquarium ist jetzt leer und schon befüllt. Ich habe es jetzt ins Haus gestellt, in den Keller. Man sieht hier noch Rohbau im Keller. Da wird hier das Aquarium erstmal verweilen, bis dann das neue oben hinkommt. Und ja, ich habe das jetzt auseinandergebaut. Ihr habt ja auf den Bildern gesehen, alles raus. Das war Mords der Stress, muss ich euch sagen, echt. Die ganzen Steine raus, erstmal die oberen Korallen habe ich weggemacht, dann die Steine rausgeholt. Die eine oder andere Koralle habe ich dann, sage ich mal, nur einen Bruchteil genommen. Der Rest ist dann halt im Kübel gelandet, weil die mir zerbrochen ist. Und ja, ich habe versucht, so viel wie möglich zu retten. Den einen Stein habe ich eiskalt weggeschmissen mit der roten Montipora drauf. Da muss ich mir was anderes jetzt Cooles einfallen lassen. Jetzt baue ich erstmal die Technik ein. Ich habe jetzt erstmal nur die Rückförderpumpe, die Heizung an, damit das Wasser nochmal aufgeheizt wird. Gucke jetzt gerade nochmal, wie viel Temperatur wir hier haben. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Perfekt, schon 25 Grad. Also, dann kann ich jetzt die Steine reinmachen und so schnell wie möglich die Korallen. Und dann gucke ich mir in aller Ruhe die Tage mal wegen dem Riffaufbau, was ich wie wo mache. Und genau, und natürlich die Fische noch ein bisschen ans frische Wasser angewöhnen. Und dann hauen wir damit rein, damit sie mal aus dem Stress raus sind hier. Und dann bauen wir in Ruhe den Abschäumer ein und alles. Also das wird jetzt eine lange Nacht, denke ich. Da einmal Nummer 1. Mit der großen Pilzlederkoralle. Da habe ich aber auch noch die Tubularen dran hier an der Pilzlederkoralle. Da muss ich mir jetzt was überlegen, wie ich das am besten mache, damit ich die hier loswerde. Ich kann ja nicht den ganzen Stein dippen. Weil die anderen Koralle habe ich vor, alle zu dippen. Und die hier mal gucken, wie ich das am besten machen werde. Ansonsten sind die halt da und dann muss ich sie halt anderweitig bekämpfen. Schauen wir mal. Und dann machen wir jetzt erstmal den Stein rein und dann den anderen. Ja, hier ist der erste Stein schon drin. Jetzt mal gucken, wie ich das alles anordnen werde. Vielleicht mache ich das alles ein bisschen komplett neu. Tja, und jetzt merkt man halt schon, welchen ersten Fehler ich gemacht habe. Und zwar, man sollte natürlich den Platz von den Steinen auch mitberechnen. Ich habe jetzt sag ich mal, das Wasser komplett gefüllt, dass der Kreislauf läuft. Und jetzt habe ich den Stein reingemacht. Jetzt habe ich natürlich zu viel Wasser. Aber egal, das schöpfe ich nachher einfach raus. Das passt schon. Aber daran muss man natürlich denken. So, das wäre jetzt das, was ich noch so zur Auswahl habe. Eigentlich ein paar geile Teile. So sieht es aktuell aus. Gefällt mir schon richtig gut. Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, weil es zu blaulastig ist. Aber gefällt mir eigentlich schon richtig gut. Jetzt mal ein bisschen hin und her schieben und dann noch wahrscheinlich dieses. Das da hier mache ich noch rein. Das sieht doch geil aus. Aber das steht für mich nicht so cool. Muss mal irgendwas drunter noch machen. Lass mir jetzt was einfallen. So, habe ich jetzt mal grob den Riffaufbau gemacht hier. Man sieht es jetzt wirklich schlecht. Habe jetzt ein paar Elemente noch mit reingenommen, oben wie eine Platte geschaffen. Da nochmal ein paar so Versteckmöglichkeiten für die Fische, Schlafmöglichkeiten für die Fische. Ein paar Ecken und Kanten für die ein oder andere Koralle. Also, ich denke mal so auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Und wenn es mir dann nicht passt, dann kann ich das ja immer noch ein wenig anpassen. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Korallen mal da drauf sind jetzt. Da warten die Tierchen jetzt auf ihren Einsatz. Jetzt kommen die gleich rein hier. In dem Eimer ist, weiß ich gar nicht mehr was. Nee, da ist Salz, aber in der Kiste ist noch was. Ja, die ersten Fischchen werden schon ans Wasser gewöhnt. Da haben wir einen Blenny, den habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass er so eine schöne Farbe hat. Also ich weiß, dass er blau und hinten orange ist, aber mehr auch nicht. Gewöhnen wir die mal dran und dann geht's ab rein. So, kurzer Zwischenstopp. Fische sind jetzt alle drin. Ja, auch ein paar Korallen sind jetzt schon drin. Meine Goniopora. Ich habe auch noch zwei, drei von der roten mal mitgenommen. Mal gucken, vielleicht kriege ich sie irgendwie gesondert irgendwo platziert. Meine Hellfire, voll geil. Die steht richtig schön schon da. Ja, ein paar Korallen habe ich jetzt schon mal reingesetzt. Ich habe jetzt alle mal gedippt wegen den ganzen Tubularien da, Planarien. Und ja, jetzt hoffe ich, dass sie alle auch weggehen. Komisch. Bei der einen waren die noch nach wie vor noch dran, aber vielleicht waren die auch dann abgetötet. Die waren dann irgendwie so komisch, schmierig irgendwie. Weiß auch nicht.
Naja, schauen wir mal. Ich tippe auf jeden Fall mal alle. Und dann sehen wir weiter. Aber bis jetzt gefällt es mir ganz, ganz gut. Machen wir mal weiter. Haben noch einige Korallen. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Wir haben jetzt mittlerweile fast 10 Uhr. Hab jetzt mal alle Korallen platziert. Ja, die Bubblegum noch nicht. Die liegt jetzt erstmal unten. Ich habe jetzt geklebt, habe ich jetzt eigentlich nur eine einzige. Und zwar, weil ich weiß, weil ich die da oben möchte, haben möchte, meine Homewrecker. Die möchte ich schön da oben platziert haben, damit sie schön weiter wächst und die richtig gut gewachsen ist. Die eine, die habe ich jetzt vergessen, wie die heißt, bin ich mir noch unsicher, ob ich sie da so platzieren soll oder ob ich sie überhaupt platzieren soll. Die wächst mir ein bisschen zu schnell. Und ja, mal schauen. Dann hier nur ein Ableger noch von der Enzmann. Dann habe ich noch hier zwei grüne Platten, wo jetzt noch einfach rumliegen. Die große Enzmann habe ich jetzt mal hier platziert. Mal gucken, die hat jetzt genug Platz, wieder nach oben zu wachsen. Bin mal gespannt. Also hier würde mir sie eigentlich ganz recht gefallen, ganz rechts. Und die habe ich jetzt geklebt, meine Crazy Tea. Weil die möchte ich gerne auf diesem Stein haben. Und mal gucken, wie ich jetzt das Ganze noch wenn gestalte. Also hier die Bartkoralle. Da hinten meine Röhrenkoralle. Oder halt mein Röhrenwurm, sage ich mal. Hier meine Acanthastrea Rainbow. Bin gespannt, wie die sich hier macht. Ja, und das Ganze lasse ich jetzt mal auf mich wirken. Aber ich denke so grob. Vom Riffaufbau gefällt mir das eigentlich recht gut. Ich habe hier meine Ricordeas, meine Ricordea und meine Yumas. Die sind hier so alle irgendwie wegen verteilt, wegen da drauf. Meine Zoas hier oben, die Pilzlederkoralle. Da geht jetzt auch nochmal dem nächsten Stück, ein großes Stück weg. Ja, und dann habe ich halt eben hier unten so Euphilia. Katafylia da unten, ich bin mal gespannt, hoffentlich kommt die, ich bin nur wegen beleidigt. Goniopora, ja, jetzt mal schauen, dann noch meine andere kleine Euphilia. Hinten im Eck habe ich jetzt wieder meine, oh, ich habe schon den Namen vergessen, Kaulastrea, genau. Ja, dann habe ich jetzt hier den einen riesen Felsen so, mal gucken, was ich damit mache, aber ich denke eher weniger. Den jetzt extra so platziert, dass ich noch mit dem Scheibenreiniger durchkomme und das wäre eigentlich so prädestiniert für Zoas, dass man da Zoas wegen dran macht oder so. Oder ich habe schon überlegt, Affenhaar würde bestimmt auch geil sein, wenn der ganze Felsen hier voll mit Affenhaar wäre. Aber dafür ist es mir eigentlich zu nah am kompletten Riff. Das heißt, dann habe ich wieder rucki-zucki die nächste Überwucherung und das will ich eigentlich nicht, weil das mit dieser roten Monty-Platte hier, das war mir eine Lehre und möchte ich nicht nochmal erleben. Eine Lamellosa habe ich noch da unten rumliegen. Mal gucken, ich weiß nicht. Eigentlich schönes Tier, sieht schön aus, aber die wächst mir auch zu schnell. Mal gucken, ob ich die dann nochmal irgendwie platziere. Ja, ansonsten hier dann noch meine. Hier ist eben das Affenhaar. Da mein Fisch steht, macht gerade einen Handstand. Der hat den Transport jetzt nicht so gut verkraftet. Also der versteckt sich da, die Nemos suchen noch sein Plätzchen. Alle anderen geht's gut, außer leider, leider. Der Zwergkaiser hat es nicht überlebt. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, der war sofort, also alle anderen waren fit in der Tüte, nur der war dann gleich tot in der Tüte. Schade, schade, echt schade ums Tier. Ja. Aber allen anderen geht es jetzt soweit gut. Ich habe jetzt alles drin und zur UV-Anlage und so ein Zeug, das mache ich alles weg später. Das Wichtigste ist jetzt drin, der Abschäumer, der kocht jetzt natürlich durch das neue Wasser. Also da muss ich jetzt nochmal gucken. Und dann mache ich den jetzt nochmal aus. Weil bis morgen ist das Ding ja dann total überfüllt und läuft mir dann da rein. Dann mache ich es lieber morgen unter Beobachtung einfach nochmal an. Mal schauen. Diesmal zwei. Strömungspumpen habe ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal an. Und dann gucken wir mal, wie der weitere Verlauf ist. Ja, ich denke, soweit ganz gut geglückt, hoffe ich, denke ich. Was sagt ihr zu dem Riffaufbau? Ich denke mal einfach was komplett anderes im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte. Ich habe jetzt immer wieder verschiedene Säulen. Ich habe diesmal darauf geachtet, dass ich viel Versteckmöglichkeiten habe für die Tiere, einfach, dass sie sich da schön verstecken können.
Und einfach oben wollte ich unbedingt eine Platte haben, wo ich dann die SPS drauf platzieren kann. Und bin schon echt gespannt, wenn ich da mal noch ein paar geile drauf mache, wie die dann wachsen. Also da bin ich schon sehr, sehr aufgeregt, sage ich mal. Okay, also macht's gut, bis bald dann.